Photovoltaik bald komplett steuerfrei. Der Europarat hat jetzt eine Richtlinie auf den Weg gebracht, eine geänderte Richtlinie. Und wenn die in nationales Recht umgesetzt wird, dann könnten wir bald Photovoltaikanlagen ohne die Bezahlung von Mehrwertsteuer kaufen und installieren lassen. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann bleibt dran. Nach dem Intro gibt es mehr Infos dazu. Und damit moin moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Photovoltaik bald ohne Mehrwertsteuer kaufen und installieren lassen, komplett mit dem Finanzamt raus sein. Ist das bald möglich? Ja, das könnte bald Realität werden, denn der Europäische Rat hat jetzt eine Richtlinie angepasst, und zwar die Richtlinie 2006/112/EEG. Die wurde angepasst. In dieser Richtlinie geht es um Güter und Dienstleistungen, die von der Mehrwertsteuer entweder komplett befreit werden oder auf 0-5% Mehrwertsteuer festgelegt werden. Und in der Richtlinie wurde jetzt der Punkt 10c eingefügt. Und zwar geht es dabei um die Lieferung und Installation von Solarpanelen auf und in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienenden Tätigkeiten genutzt werden. Ja, das heißt also, wenn ich eine Solaranlage jetzt auf mein Dach setzen will, Wohnung, Wohngebäude, dann könnte es so sein, dass ich in Zukunft von der Mehrwertsteuer befreit werde oder nur einen sehr geringen Anteil an Mehrwertsteuer zahlen muss, zwischen 0-5%. Die Europäische Union, der Europäische Rat hat den Weg jetzt freigemacht. Das Ganze kann jetzt in nationales Recht dann umgesetzt werden. Und es kann natürlich sein, dass in Robert Habecks Sommerpaket diese Sache nochmal mit aufgenommen wird. Was würde das bedeuten? Ja, das würde ganz einfach bedeuten, wenn ihr eine Photovoltaikanlage kaufen wollt für euer Hausdach oder ein Balkonmodul oder was auch immer in der Richtung, dann müsst ihr gegebenenfalls keine Mehrwertsteuer mehr darauf zahlen. Die 19%, die wir ansonsten auf alles Mögliche in Deutschland zahlen müssen. Der Wert kann auf 5 bis runter auf 0% gesenkt werden. Das gibt diese Richtlinie her. Und jedes Land, Mitgliedsland der Europäischen Union, kann das jetzt für sich in nationales Recht umsetzen. Das würde auch bedeuten, beim Finanzamt wären wir dann eigentlich fast komplett raus. Es geht dann noch um die Liebhaberei auf der einen Seite, die mit heutigen Prosumer-Anlagen eigentlich immer nachweisbar ist und bis 10 Kilowatt Peak sowieso über einfachen Formularantrag festgelegt werden kann. Und dann könntet ihr auf der anderen Seite auch die Kleinunternehmerregelung immer wählen, könntet weiterhin euren Stromüberschuss einspeisen und verkaufen, müsstet aber dann keine Umsatzsteuer mehr auf euren Eigenverbrauch zahlen, weil ihr holt euch ja die Mehrwertsteuer nicht wieder über die Regelbesteuerung und damit, wenn ihr auf die Mehrwertsteuer verzichtet, die ihr dann eh nicht zahlen müsstet, dann auch keine Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch. Das wird die Sache Photovoltaikanlage wieder attraktiver machen. Und das wäre natürlich eine Sache, die könnte Robert Habeck dann in sein Sommerpaket noch mit aufnehmen, was ja dann gemeinsam mit dem Osterpaket quasi in die EEG 2023 mündet. Das ist jetzt wieder eine Sache, wo man jetzt sagen soll, oh, soll ich jetzt wieder warten, bis das kommt mit der Photovoltaik? Also unsere Meinung ist ja sowieso, jetzt ordern, wenn ihr Photovoltaik machen wollt, die Preise steigen eh. Das wird irgendwann, diese 19% werden irgendwann von der Preissteigerung eh komplett mit aufgefressen. Aber für zukünftige Interessenten, die vielleicht auch jetzt noch gar nicht zum Zuge kommen, weil die Installateure noch komplett ausgelastet sind, könnte das natürlich interessant werden. Die Frage ist natürlich, wird es ins Sommerpaket noch mit aufgenommen? Die Regelung ist jetzt so gemacht worden und wird jetzt noch an die entsprechenden Behörden dann weitergeleitet. Aber es ist auf jeden Fall möglich, diese Regelung jetzt mit ins Sommerpaket mit reinzunehmen für das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium. Und da bleiben wir natürlich dran, ob das passieren wird. Sommerpaket wird ja nochmal ein bisschen was in Sachen Photovoltaik vielleicht auch bringen. Da müssen wir eh dranbleiben und drauf achten. Aber wie gesagt, dieser Schritt, Europäische Union hat das Ganze jetzt freigegeben und damit den Mitgliedstaaten quasi den Weg eröffnet, das Ganze in nationales Recht dann auch umzusetzen. Ja, und bei so einer durchschnittlichen Photovoltaikanlage, wenn ihr jetzt mal, sagen wir mal, 20.000 Euro ausgebt, dann sind das die 19%, die davon runtergehen. Das sind also knapp schon 4.000 Euro, die so eine Photovoltaikanlage dann quasi von selber schon günstiger wird. Wir rechnen bei Photovoltaik ja eh immer in Netto, weil die Regelbesteuerung ist immer der günstigere Weg.
zu gehen, aber dann wird es natürlich noch günstiger, weil dann spart ihr euch halt den Eigenverbrauch, die Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch, das sind ja so ungefähr 5 Cent pro Kilowattstunde und wenn man dann 3000 Kilowattstunden Eigenverbrauch im Jahr schafft, dann sind das halt schon 150 Euro, die ganze Sache pro Jahr wieder günstiger wird. Die große Frage ist natürlich jetzt noch, gilt das wirklich für den kompletten Anlagenpreis oder nur für Bestandteile? In der Richtlinie steht halt drin, Solarpaneele. Kann also sein, dass es sich nur um den Preis der Paneele selber handelt. Dienstleistung kann auch vom ermäßigten Mehrwertsteuersatz mit angeboten werden. Das wäre also auch möglich. Was wahrscheinlich nicht geht, wird Wechselrichter und Kabellage und Speicher sein. Speicher ganz sicher nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht funktionieren wird. Aber da muss man dann halt wirklich sehen, wie wird das Ganze im nationalen Recht ausgestaltet. Hier gibt es sicherlich noch Gestaltungsspielraum. Wichtig ist halt der EU, dass gerade die Energieunabhängigkeit gefördert wird und im Sinne des Green Deals natürlich auch die erneuerbare Energieproduktion. Das hier ganz wichtig für die Europäische Union. Deshalb diese Maßnahme wie auch andere. Sie sprechen hier auch von hocheffizienten Heizungsanlagen, die zum Beispiel auch von der Mehrwertsteuer dann befreit werden könnten. Also hier geht es ganz klar in die Richtung Energieunabhängigkeit und saubere Energie, wo die Europäische Union hier hin will. Und wie gesagt, wir dürfen dann gespannt sein, was Herr Habeck dann mit aufnimmt in sein Sommerpaket. Ja, wie gesagt, wir bleiben dran, damit ihr es nicht verpasst. Abo-Knopf drücken, Glocke drücken, ihr kriegt immer eine Benachrichtigung, wenn solche Videos wie heute kommen. Wir berichten immer tagesaktuell. Gebt gerne einen Daumen für das Video, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Instagram vorbei, da gibt es auch mal Ankündigungen von uns. Und in diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage tschüss, bis zur nächsten für die Photovoltaik interessanten Veröffentlichung.